Hallo, ich bin der Stadtkirche und ich bin alleine hier. Sie zu Hause, ich hier. Aber wir feiern diesen Gottesdienst am Beginn unserer Synode. Wir sind vernetzt, digital. Wie gesagt, ich hier in Friedberg und Sie zu Hause, wo auch immer. Und wir sind vernetzt in Christus. Vernetzt in Christus. So wollen wir uns denken und so wollen wir Gott feiern. Und das tun wir wie alle unsere Andachten und Gottesdienste am Beginn einer Synode im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, aber wenn ich so alleine hier bin und weil es in diesem Gottesdienst auch um Netze und um Vernetztsein geht, würde ich sagen, wir gehen einfach mal hier raus. Wir kommen wieder. Aber kommen Sie doch einfach mal mit. Hallo, hier am Seendorn Assenheim. Warum sind wir hier? Weil es um Netze geht, ums Vernetztsein und ums Auswerfen von Netzen. Nicht, dass Kirche Netzwerk wäre, das sind wir nicht und das werden wir auch nicht sein. Aber wir werden uns mit den Gedanken befassen müssen, dass links und rechts neben unserer alten verfassten Kirche, neben der Institution, Kirche, Netzwerke wachsen und entstehen. Und wir können Teil darin sein oder diesen Netzwerken auch Raum geben. Und so entsteht eine andere, eine weitere Form von Kirche vernetzt, untereinander, und in Jesus Christus. Netze spielen auch eine Rolle in unserem Kirchesein und dazu ein Bibeltext aus Johannes 21. Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Sie antworteten, wir kommen mit. Sie gingen zum See und sie stiegen ins Boot, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Und Jesus fragte sie, meine Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Und sie antworteten, nein. Da sagte er zu ihnen, werft das Netz an der rechten Bootsseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Und sie warfen das Netz aus. Aber dann konnten sie es nicht wieder einholen, so voll war es von Fischen. Die anderen Jünger aber folgten im Boot und sie zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 100 Meter. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Kohlenfeuer brennen, darauf brieten Fische und Brot lag dabei.
Und Jesus sagte zu ihnen: Bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer, zog das Netz ans Land und es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Ich bin dann mal fischen, sagt Petrus. Und eine Handvoll kommen mit. Und sie werfen die Netze aus, wie gewohnt, am gewohnten Ort, zur gewohnten Zeit. Nichts. Das ist schon auch eine Enttäuschung, auch ein Verlust, wenn die Arbeit einer ganzen Nacht umsonst ist. Und für die, die angewiesen sind auf die Fische, bringt das ohnehin knappe Überleben ins Wanken gerät. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Das ist die Frage, die sie empfängt nach ihrer anstrengenden Nachtschicht am Ufer. Was für eine rührende Anrede und Frage. Nein, sie haben nichts. Keinen Fisch, kein Brot. Aber sie werden noch einmal rausgeschickt an eine andere Stelle. Reichlich 100 Meter und weiter rechts sollen sie die Netze auswerfen. Es ist der Auferstandene, der so fragt und der auch anschließend zum Essen einlädt. Grillen am See. Das hat es schon mal gegeben. Am Anfang, als Jesus seine Jünger berufen hatte. Lukas 5, können Sie nachlesen. Johannes, der Evangelist, ist ja nicht dumm, wenn er die Geschichte in seinem Evangelium nun noch einmal hier an dieser Stelle erzählt. Das Auswerfen der Netze an ungewohntem Ort zu ungewohnter Zeit und der anschließende Fang bilden sowas wie einen Rahmen um die Begegnung mit dem Jesus von Anfang bis zum Ende. Und es sind zugleich jeweils auch die Ausgangspunkte für die Nachfolge im Alltag der Welt. Mit der Frage, Kinder, habt ihr nichts zu essen, nimmt Jesus das Bedürfnis seiner Jünger ernst. Und er zeigt ihnen zugleich im Anschluss die besten Fischgründe. Mir gefällt diese Geschichte. Das Netz ist prall gefüllt mit großen Fischen. Und ich habe den Eindruck, das ist gemeinsame Arbeit, die sich lohnt. Was für eine tolle Erfahrung, auch für uns in der Kirche. Ob hauptamtlich oder ehrenamtlich, gemeinsam was machen, die Netze auswerfen und es lohnt sich. Und natürlich dürfen wir das auch sagen und das auch so bemerken. Es lohnt sich. Und umgekehrt auch. Lasst uns doch ehrlich aussprechen lernen, wo Netze leer geblieben sind und wo sich's nicht gelohnt hat. Wir werden dann von Jesus schon auf andere Fischgründe verwiesen. Was für eine tolle Erfahrung. Und dann? Am Ufer brennt ein Feuer. Der auferstandene Jesus erwartet sie und hat ihnen sogar Frühstück vorbereitet. Irgendwoher hat der Mann Brot und Fische bekommen. Und damit es für alle reicht, müssen die Jünger noch ein paar von ihren frisch gefangenen Fischen dazulegen. Jesu Fürsorge endet nicht bei den 153 Fischen. Es ist viel in der frühen Kirche darüber spekuliert und auch gerechnet worden, was diese Zahl 153 wohl bedeutet. Da ist viel Schnickschnack dabei gewesen. Mir gefällt die Deutung, dass die Zahl 153 so etwas wie die absolute Fülle bedeuten könnte. Das heißt,
Wenn die Jünger 153 Fische im Netz hatten, dann hatten sie alles bekommen, was man überhaupt bekommen konnte. Heißt, die Begegnung mit Jesus schenkt alles und das in Fülle und mehr geht nicht. Im Boot noch hatte Petrus nicht die Kraft, das Netz mit den anderen einzuholen. Aber kaum ist Jesus da, werden in ihm Kräfte geweckt und das Netz wird zur bewältigbaren Aufgabe. Die Erfahrung und Herausforderung an die Jünger wird in der Gegenwart des Herrn und in der Gemeinschaft mit Jesus zu einer lösbaren Aufgabe. Petrus leistet sich nun fast Übermenschliches und er bringt die 153 Fische an Land. Und dann wird gegrillt am Ufer des Sees. Mich beschäftigt seit geraumer Zeit immer wieder die Antwort auf die Frage, die die biblische Geschichte gar nicht stellt. Was passiert eigentlich am Ende mit dem Rest dieser geschenkten Fülle, mit den übrigen vielen Fischen aus dem Netz? Und mir fällt dann eine andere Geschichte vom See ein, als sich unendlich viele Leute mit knurrendem Magen an das Ufer gedrängt hatten, da hatte ein einziges Kind etwas zu essen dabei, 5 Brote und 2 Fische. Und das Kind gab ab und alle haben Brot und Fische geteilt und es reichte für alle. Waren es Tausende? Ich weiß nicht. In Johannes 6, Vers 9 können Sie es nachlesen. Jedenfalls haben wir so viel, wenn wir die Netze gemeinsam einholen. Aber dafür müssen wir sie rauswerfen, dort, wo die Fischgründe sind, die der Herr uns zeigt, an anderen Orten und zu anderen Zeiten. Und dann merken wir, Jesus-Begegnungen in unserem Alltag können mal klein sein, auch mal groß, dass wir es gar nicht mehr fassen können. Jesus-Begegnungen verlaufen, wie in unserer Geschichte oft, auch eigenartig. Doch es gehen plötzlich Türen auf im Leben, die neue Chancen bieten. Es sind nicht immer Netze voller Fische, sondern eben auch Gespräche mit Menschen, die wir brauchen, die uns brauchen, Begegnungen, Halt und das Wissen, nicht alleine zu sein. Aufmunternde Worte oder auch ein Bibelwort. Begegnungen in unseren Kirchen und in dem weltweiten großen Netz. Vernetzt untereinander und in Christus. Ich bin dann mal fischen. So geht's los. Amen. Von hier aus gehen wir nochmal an eine andere Stelle, an ein anderes Wasser. Und es geht auch um Netz, um Netzwerk. Und da gehen wir jetzt hin. Wir sind weg vom See, aber auch am Wasser. Jetzt ist es die USA. Man könnte vielleicht auch Netze reinwerfen, aber wahrscheinlich nicht wirklich viel da fangen. Aber ich freue mich, dass wir hier sind, weil das, wo wir jetzt sind, in unserem interkulturellen Garten, das ist ein Projekt, wo wir in den letzten Jahren Netze ausgeworfen haben. Und eine, die das getan hat, die eine echte Netzwerkerin im guten und klassischen Sinn des Wortes ist, das ist unsere Mitarbeiterin Galinde Cialo. Wir sind jetzt hier, weil wir Galinde Cialo verabschieden wollen. Liebe Frau Cialo, wir sind hier zusammen im interkulturellen Garten. Das ist jetzt 5 Jahre lang Ihre Wirkungsstätte auch gewesen in Ihrem Dienst für das Dekanat. Das war die Hälfte Ihres Dienstauftrages, nämlich die Arbeit mit Geflüchteten. Und da kam alles zusammen, was Sie schon an Erfahrung mitgebracht haben. Denn Sie sind ursprünglich ja Erzieherin, Sie waren Kita-Leiterin und Diplom-Sozialarbeiterin. Das haben Sie alles anwenden können in Ihrer Zeit in der offenen Jugendarbeit in Niddatal und auch an der Geschwister-Scholl-Schule in Niddatal.
Sie sind länger beim Dekanat als ich, als Präses, denn Sie haben schon angefangen, bevor das Dekanat gegründet wurde, im Jahr 2000. Dekan Asmus hat Sie eingeführt. In Niddatal bei der offenen Jugendarbeit haben Sie mit Edwin Pfuhl zusammengearbeitet. Dort hatten Sie es vor allen Dingen mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Und im Jahre 2015 wurde dieser Abschnitt Ihrer Arbeit beendet. Damals haben wir schön feiern können, nicht mit Abstand, das war noch nicht Corona. Und vor allen Dingen viele Jugendliche haben sich damals bedankt für ihre Arbeit. Dann beging ein neuer Abschnitt, nämlich die Arbeit mit Geflüchteten. Und da spielte dieser Garten eine ganz große Rolle, nämlich ein Ort der Begegnung, ein Ort, wo man zusammen etwas tut, wo sich Menschen auch öffnen. Das war ein neuer Abschnitt für Sie, weil Sie jetzt nicht nur mit Kindern und Jugendlichen zu tun hatten, sondern auch mit Erwachsenen, zum Teil Erwachsene, die schwierige Biografien hatten. Und es kam erneut Ihre große Begabung zum Vorschein, sich Menschen zuwenden zu können, zuzuhören und ihnen zu helfen, Kraft und Stärke zu geben. Dafür möchten wir Ihnen heute ganz herzlich Dank sagen. Das ist jetzt ein Abschied aus dem Dienst, aber hoffentlich kein Abschied aus unserem Dekanat. Ich hoffe, dass wir uns noch oft begegnen, miteinander feiern können und auch, dass Sie sehen, wie sich Ihre Arbeit auch weiterentwickelt, das Engagement für Menschen, die es nicht immer leicht haben. Ich habe Ihnen einen Vers mitgebracht, von dem Sie gesagt haben, dass er Ihnen wichtig ist, aus Jesaja 43, der erste Vers. Dort spricht Gott zu seinem Volk, zu einem Zeitpunkt, wo es denen wirklich ganz, ganz schlecht ging. Können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen, im Exil zu sein, verlorene Kriege und dann dieses wunderbare Wort. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Möge sie dieser Vers auch weiterhin durch ihr Leben begleiten, trösten und Halt geben. Vielen Dank. Liebe Gerlinde Jalloh, heute endet dein Dienst als Gemeindepädagogin in unserem Dekanat in unserer Landeskirche. Du bist nun frei von allen damit verbundenen Aufgaben und Pflichten. Gott, der dich in deinem Dienst begleitet hat, vollende, was du begonnen hast und wende zum Guten, was nicht gelungen ist. Sein Friede sei mit dir. So segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lasst uns beten. Treuer Gott, du schenkst deiner Gemeinde viele Begabungen und wächst die Bereitschaft, dir und einander zu dienen. Wir danken dir, dass du durch Gerlinde Jalloh unter uns gewirkt hast. Nun bitten wir dich für Gerlinde Jalloh, segne sie auf ihrem Weg in die Zukunft, bleibe bei ihr im Abschied und geleite sie in neuen Anfängen. Das bitten wir durch Christus Jesus, unseren Herrn, in Zeit und in Ewigkeit. Amen. Amen. Liebe Frau Jalloh, Sie haben ja erzählt, dass Sie ja mit einem traurigen Herzen eigentlich von diesem wunderbaren interkulturellen Garten so ein Stück Ihr Kind so in den letzten Jahren gemeinsam mit Wolfgang Dietrich scheiden und dieser Garten in ihrer, nicht nur in ihrer Berufsbiografie, eine wichtige Station ist. Als Zeichen der Erinnerung haben wir hier einen kleinen Garten für Sie vorbereitet. Sie erzählten auch in unserem Sure Fix davon, dass Sie mal überlegen, vielleicht ein kleines Wohnmobil oder ein Tiny House zu kaufen. Möge Sie dieser kleine Garten immer an diese Arbeit erinnern und als kleines symbolisches Zeichen des Dankes für das, was Sie für uns alle und hier für die Gemeinschaften Friedberg auch getan haben. Alles Gute, Gott befohlen, bleiben Sie behütet und gesund in Ihrer Zukunft. Herzlichen Dank. Gerne. Ja, liebe Gerlinde, Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, Dankbarkeit bereichert unser Leben erst. Und ich möchte mich bei dir bedanken für die tolle Zusammenarbeit, die wir hier geleistet haben, für dieses Projekt, die du geleistet hast. Ich möchte dir sagen, dass du mein Leben bereichert hast, denn du bist in deiner Art, in deiner offenen Art,
wirklich jemand, der einem gefällt. Du hast mir da mit Sicherheit gezeigt, wie man mit Menschen auch umgehen kann, ganz offen. Und du bist vor allem kreativ. Und das hast du hier in dem Garten ganz klar gezeigt. Und das wird uns auch am Ende, ja, das wird uns auch fehlen. Für dein weiteres Leben Gottes Segen und dass es dir gut gehen wird. Dankeschön. Ein kleines Geschenk noch vom Dekanat. Mal hier zurück am See. Lassen Sie uns noch miteinander beten. Du großer Gott, mit dir neue Wege gehen, das ist eine schöne Perspektive. Alte und manchmal einengende Spuren verlassen, die anderen Fischgründe entdecken, hilfreiche Netze zu knüpfen, mit dir leben, getröstet und genährt. Statt all der Alltagsangst, statt dem Druck, dem Müssen und dem Sollen. Für unsere Synode und für deine Kirche bitten wir dich, Gott. Sind die Wasser ausgefischt und die Netze leer? Passen Fische und Netze, passen Handwerk und Hoffnung zueinander? Für diejenigen bitten wir, die in und für unsere Kirche Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen müssen. Lass sie und uns das richtige Maß finden zwischen Fürsorge und Selbstverantwortung und für Schutz, Abstand und Nähe.
Gott zeigt dich uns mitten im Chaos und in unseren Alltagswelten immer wieder neu und stärke uns durch Begegnungen mit dir. Und für die unruhigen Herzen bitten wir und für alles, ich müsste anderes tun und für jedes, ich hab's nicht geschafft. Mit dir zu sein, Gott, das ist Leben und Atem und Fülle. Dafür sei Dank. Amen. Sind wir wieder. Ich habe ja gesagt, wir kommen noch mal her am Ende unseres kleinen Gottesdienstes. Und wenn wir jetzt rausgehen in unsere Synodentagung und darüber hinaus, dann werfen wir hoffentlich als Gemeinden, als Christinnen und Christen Netze aus. Und in allem bitten wir Gott um seinen Segen, weil es gut ist, wenn er uns begleitet und geleitet als Kirche. Gott segne uns und behüte uns. Sei bei uns, wenn wir aufbrechen, um deine frohe Botschaft zu den Menschen zu bringen. Segne unsere Schritte, damit wir nicht müde werden auf unserem Weg. Segne unsere Worte, damit wir die Herzen der Menschen erreichen. Und so segne uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.